Hallo liebe Ladies von meinem Outfit of the Day. Heute muss ich nochmal das gleiche Video machen, was ich gestern gemacht habe und habe das gleiche Outfit an. Ich finde es sowieso total schön. So, könnt ihr sehen. Eine Jeansjacke, die werde ich aber sowieso ausziehen, weil es ist sehr warm. Aber es ging nur darum, um euch das zu zeigen, wie man es kombinieren kann. So, dann habe ich so ein Top. Ein ganz normales Top, kombiniert mit einem weißen Rock. Der Rock, der ist, ich habe ja heute sehr viele Markenklamotten an. Normalerweise mache ich das nicht unbedingt, aber es ging darum, weil es mir gefallen hat. Ich habe ja diesen weißen Rock, der hat schöne Taschen, das ist so eine A-Linie, man kann sich so schön drehen und der schwingt. Es ist ein schöner Sommerrock. Ich habe das extra schlicht gehalten mit einem normalen Top, damit es nicht zu overdressed wird. Der Rock ist von Moschino, den habe ich auch sehr günstig bekommen. Der kaschiert ja ganz gut meinen Bauch hier, ne? So, und deshalb einfach ein bisschen höher, nicht, wie nennt man es, in der Taille, nicht auch in der Hüfte, kein Hüftrock, sondern Taille. Dazu habe ich die braunen, braun-weißen Wedges-Shoes, Wedges-Sandalen an. Die passen auch gut zu dem Rock mit Leder und Holz, dann ist das ein bisschen aufgelockerter. Das könnte man natürlich auch, wenn man was Besonderes vorhat, mit eleganteren Schuhen anziehen. Aber ich habe bewusst die Wedges gewählt. Es gibt halt diesen lockeren Style und dazu die Jeansjacke, wenn es später halt kälter wird. So, die Wedges sind von Tod's, meine Tasche von Jill Sander. Ja, ein bisschen Markentussi heute. Und dazu die passende Sonnenbrille von den Farben her. Das spiegelt sich alles wieder ein bisschen. Ein bisschen Ton im Ton. So. Das ist das Outfit. Mega geil. Es ist ein schönes, sommerliches, stilvolles Outfit, ohne zu sehr spießig zu wirken. Vom Make-up her, ganz natürlich. Ich war auch heute Morgen direkt unterwegs, also ein bisschen nur fresh gemacht, mehr nicht. Den Schmuck, weil ich immer sage, geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus. Hier der Ring, die passenden Ohrringe dazu. Wenn ihr trotzdem nichts Glitzerndes anhabt, dann nehmt euch Glitzerlatschen mit. Zum Thema, geh niemals ohne Glitzer aus dem Haus. Nehmt euch die mit in die Tasche. So, wenn wir schon mal dabei sind, kann ich euch schon mal meine Glitzerschuhe präsentieren. Ich habe ja heute einen tollen Kameramann. Na, na, na. So. Von Chiara Ferragni. Ferragni. So, Glitzer, Glitzer, Bling, Bling. Die habe ich gestern auch zu dem Rock angezogen, einfach so ein paar Bilder zu machen. Die sehen mega geil aus, ein bisschen Stilbruchmäßig. Die finde ich mega süß. Sie sehen aus wie so Monsterchen, Dracula. Die sind da, Haare von meiner Katze. Der Absatz ist auch nicht so mega hoch. Man sieht ja hier den Unterschied. Sind ein paar Zentimeter Unterschied, vielleicht zwei, drei, egal. So. Und nicht zu vergessen, Puschel, Puschel vom Primark Hausschuhe. Das war's, liebe Ladies. Viel Spaß beim Nachstylen. Ich hoffe ja immer wieder, dass ich euch inspirieren kann. So, und ich muss jetzt mit Bobby Gassi. Los, Bobby. So, ihr seht jetzt, wie es mit der Jeansjacke nochmal aussieht. Und so gehe ich dann Gassi mit Bobby. Wir gehen Pipi machen. So gehen wir Pipi machen, Bobby und ich. So. Wir sagen Tschüss. Und vielleicht nehmen wir sogar die Glitzerleine mit. Bye, bye.